Benz begrüßen und vorstellen zu dürfen. Wolfgang Benz ist einer der führenden Zeithistoriker im deutschsprachigen Raum und einer, wenn nicht der Spezialist für die Thematik des Antisemitismus und des Holocaust. Herr Benz hat lange am Institut für Zeitgeschichte in München gearbeitet und ist von 1990 bis ins Jahr 2011 dann Professor an der Technischen Universität Berlin geworden, wo er das Zentrum für Antisemitismusforschung geleitet hat. Es gibt eine Fülle von Publikationen von ihm. Die meisten davon sind auch im CH Beck Verlag erschienen. Das heißt, er hat auch bewusst immer ein breiteres Publikum adressiert, was in dieser Thematik ja sehr wichtig ist. Ich möchte nur Buchtitel erwähnen: Der Holocaust, Geschichte des Dritten Reiches, die wirklich die Forschung auf den letzten Stand gebracht haben und auch für uns im universitären Alltag Standardwerke geworden sind. Die Bedeutung von Professor Benz in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft wird auch dadurch unterstrichen, dass er seit einigen Jahren zusammen mit wenigen anderen Kollegen das neue Handbuch der deutschen Geschichte, den Gebhardt, wie das in der Zunft genannt wird, herausgibt, der im Klett-Cotta Verlag erscheint. Wolfgang Benz hat aber auch nie davor zurückgeschreckt, aus der Verantwortung als Historiker und aus dem Wissen, das er dort angesammelt hat, Statements abzugeben, die Statements eines Public Intellectuals sind, das heißt Statements, die sich auch mit Fragen und Problemen der Gegenwartsgesellschaft beschäftigen. Und wenn Sie den Titel des Vortrages sich vergegenwärtigen, den er uns heute halten wird, Alte Feindbilder, neue Vorurteile, zur Kontinuität des Antisemitismus und rassistischer Einstellungen, wird es schon deutlich, dass wir einen Vortrag hören, der sich nicht nur mit der Rekonstruktion historischer Phänomene beschäftigen wird. Herr Benz, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns nach Linz gekommen sind und übergebe Ihnen das Pult. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach so hochtrabend, freundlich, kollegialer Einführung kann das Folgende nur enttäuschend für Sie werden. Sie sind gewarnt. Ich will versuchen, mich der gestellten Aufgabe in drei Schritten zu entledigen, nämlich erstens die Ereignisse der Reichskristallnacht vor 78 Jahren noch einmal vor Augen zu führen. Ich will dann zweitens Definitionen und Phänomene zum Thema, was ist Antisemitismus eigentlich, vorzutragen, um dann drittens die schwierigste Frage überhaupt aufzuwerfen: Haben wir denn aus der Geschichte gelernt? Die Schreckensnacht verlief im ganzen Deutschen Reich, zu dem seit einigen Monaten ja auch Österreich gehörte, in ähnlicher Form. Zumeist in Zivil erschienen SA-Männer und Angehörige der NSDAP und anderer Parteigliederungen, um den spontan aufwallenden Volkszorn zu agieren. Sie erschienen vor Gebäuden der jüdischen Gemeinde, vor Geschäften und Wohnungen bekannter Juden. Sie johlten und warfen Fenster ein. Die Synagogen waren bevorzugte Ziele. Die krawallseligen Horden erbrachen die Türen, verwüsteten das Innere und legten schließlich Feuer. Die Feuerwehr hatte überall ausdrücklichen Befehl, brennende Synagogen nicht zu löschen. Sie sollte lediglich Nachbarhäuser schützen, wenn der Brand überzugreifen drohte. Im ganzen Land machte sich der von Funktionären der SA und der NSDAP geführte Pöbel das Vergnügen, in jüdische Wohnungen einzudringen, Mobiliar zu zerstören und verängstigte Juden, angesehene Kaufleute, Rechtsanwälte, Rabbiner und andere Leute von Reputation zu misshandeln und zu demütigen, sie etwa im Nachthemd durch die Straßen zu jagen.
die in der SA und anderen Gliederungen der Partei organisierten, waren seit langer Zeit wieder einmal zur Ausübung von Gewalt aufgefordert, die sie nun guten Gewissens ausleben konnten. Das Bewusstsein, an einer staatskonformen Machtdemonstration teilzuhaben und die Erinnerung an die sogenannte Kampfzeit vor 1933 in Deutschland, vor 1938 in Österreich, bildeten die Hauptmotive der Zerstörungswut gegen Sachen und Menschen. Die Stimmung der im organisierten Pogrom Randalierenden sprang aber auch auf Unbeteiligte über. Als Frucht antisemitischer Propaganda, als Folge der Pressekampagne nach dem Attentat des Herschel Grünspan auf einen Beamten der deutschen Botschaft in Paris oder, was am häufigsten und wahrscheinlichsten war, aus dumpfer Aggression, aus Sensations- und Zerstörungslust, wie sie durch den inszenierten Pogrom entfesselt wurden. Beispiele sind gerade aus kleineren Orten überliefert, vielleicht auch deshalb, weil die Anonymität der Täter dort weniger gewährleistet war als in der Großstadt. Zunächst Unbeteiligte gerieten rasch in den Sog der vandalisierenden Avantgarde, Neugierige mischten sich mit den tobenden Fanatikern zum marodierenden, johlenden, gewalttätigen Mob, der sich durch die Gassen des Ortes wälzte, dem auch Frauen, Kinder und Jugendliche gelegentlich von ihren Lehrern angestiftet angehörten. Sensationslust trieb die Menschen auf die Straße, wo unter dem Eindruck des Geschehens aus Nachbarn plündernde Eindringlinge, aus individuellen Bürgern Partikel einer kollektiven Raserei wurden. Und die schöne Legende, die so lange Zeit kultiviert wurde, die Nazis hätten immer die SA-Leute aus dem Nachbarort oder aus einem anderen Ort zum Pogrom herbeigekarrt, weil ja im eigenen gegenüber den eigenen Nachbarn man nicht aggressiv genug gewesen wäre. Das ist eine Legende. Es waren die Nachbarn, die lange Zeit freundlich und einigermaßen glimpflich ausgekommen waren, die in dieser schaurigen Nacht zu marodierenden Räubern, zu Schändern wurden. Pogrome bieten die Möglichkeit, sadistische und infantile Aggressionen auszuleben. Das galt auch für die Reichskristallnacht. Den Begriff prägten Zeitgenossen wohl in Anspielung auf das zerbrochene Glas auf den Straßen. Nachgeborene haben in oberflächlicher Betroffenheit Jahrzehnte später dann den Begriff Reichspogromnacht erfunden. Bemerkenswert ist, dass die Entfesselung der bösen Triebe nicht den Mantel der Anonymität brauchte, also den Fremdenort oder die Großstadt. Vielmehr, dass solche Exzesse in der Heimatgemeinde, in der unmittelbaren Nachbarschaft verübt wurden, wo Opfer und Täter sich als Mitbürger kannten. Im Ausland wurde die Verletzung elementarer Tugenden wie Respekt vor privatem Eigentum, Sparsamkeit, Achtung religiöser Stätten und nachbarschaftliches Verhalten mit Verwunderung registriert. Die alltäglichen Normen bürgerlichen Verhaltens im Rechtsstaat schienen für den Novemberpogrom suspendiert. Zutreffend an solchen Vermutungen, die sich in den Spalten der internationalen Presse fanden, war, dass das Großdeutsche Reich vor aller Welt demonstrierte, dass es kein Rechtsstaat mehr war. Die bürgerlichen Konventionen galten aber weiter, nur eben nicht mehr für die Juden.
Der Pogrom war als öffentliches Ritual der Erniedrigung, der Demütigung der jüdischen Minderheit inszeniert. Diesem Zweck diente nicht nur die Zerstörung des Eigentums, die Verhöhnung und Misshandlung der Menschen in der Nacht und am folgenden Tag. Der Befehl zur Inhaftierung von rund 30.000 jüdischen Männern in den drei Konzentrationslagern Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen hatte zum einen das Ziel, Druck zur Auswanderung auszuüben. Deshalb hatte man gut situierte Juden ausgewählt und ließ sie wieder frei, als die Angehörigen Visa und Fahrkarten nach irgendwohin vorweisen konnten. Zum anderen sollten die Unglücklichen an Person und Persönlichkeit Schaden erleiden durch Appellstehen und Prügel, durch sinnlose körperliche Arbeit, durch Todesangst und Entehrung. Das Letztere war durch die Entprivatisierung jeglicher Lebensäußerung unter Lagerbedingungen, durch entwürdigende sanitäre Verhältnisse, durch den Sadismus der Bewacher ohne weiteres herzustellen. Die Vorstufe zum KZ erlebten jüdische Männer in Turnhallen, in Schulen, in Festsälen ihrer Heimatstädte, wo sie tagelang gequält und beschimpft wurden. Das Ende des Hohnes war oft noch nicht erreicht, als den jüdischen Gemeinden Rechnungen für den an ihrem Eigentum begangenen Vandalismus präsentiert wurden. In Erfurt, nur ein Beispiel, musste die jüdische Gemeinde nicht nur die Beseitigung des Schutzes der zerstörten Synagoge bezahlen, in der Abrechnung fand sich auch ein Posten von 2 Fässern Benzin, verwendet zur Brandstiftung am Gotteshaus. Der Pogrom war für nicht wenige ein Ventil für Mord und Zerstörungslust, die öffentlich agiert werden durfte. Kaum reputierlicher freilich die Reaktionen von Schadenfreude und Genugtuung über das Schicksal der Juden, die sich in Plünderung, Erpressung und Denunziation äußert und vor allem auf Bereicherung zu Lasten der rechtlos gewordenen Zielen. Es geht um die Übernahme der zu arisierenden Geschäfte, um Wohnungen und Büros, um Arztpraxen und anderes. Diese Reaktionen setzten nach dem Pogrom ein, sie sind aber von dauernder Wirkung. Dass die Juden aus dem öffentlichen Leben als Konkurrenten, als Bürger und Nachbarn aus dem Gesichtskreis verschwinden sollten, wie es erklärtes Staatsziel war, das mit dem Novemberpogrom in die entscheidende Phase zur Durchsetzung trat, dagegen hat sich in Deutschland und Österreich kaum Protest erhoben. Es gibt zwar Beweise dafür, dass viele im November 1938 Scham empfanden, dass sie erschrocken waren über die öffentliche Demütigung, Misshandlung und Beraubung einer längst entrechteten Minderheit, die durch Gesetz schon 1935 in Deutschland von Vollbürgern zu Staatsangehörigen minderen Rechtes herabgestuft worden waren. Einige wenige haben sich auch über die Scham hinaus engagiert. Das Engagement reichte von tätiger Solidarität mit der verfolgten Minderheit bis zum Widerstand gegen das Regime. Aber die Mehrheit hat die Ereignisse hingenommen, hat sich dadurch zu Mitwissern und Unterstützern und zu Nutznießern des Unrechtsregimes gemacht. Mit den Pogromen im November 1938 wurden die Errungenschaften der Aufklärung, der Emanzipation, der Gedanke des Rechtsstaats und die Idee von der Freiheit des Individuums endgültig zuschanden, und in diesem November
1938 wurde den Juden im Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten und zugleich der Weltöffentlichkeit, auf die man bisher noch Rücksicht genommen hatte, demonstriert, dass bürgerliche Rechte und Gesetze für die Minderheit nicht mehr galten. Mit keinem anderen Ereignis hat das NS-Regime so zynisch demonstriert, dass es auch auf den Schein rechtsstaatlicher Traditionen nun keinen Wert mehr legte. Antisemitismus und Judenfeindschaft, wie sie als Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie schon immer propagiert worden waren, schlugen jetzt um in die primitiven Formen physischer Gewalt und Verfolgung. Die Reichskristallnacht bildete den Scheitelpunkt des Wegs zur sogenannten Endlösung, zum millionenfachen Mord an Juden aus ganz Europa. Triebkraft war die seit Jahrhunderten tradierte Judenfeindschaft, die im Nationalsozialismus Staatsdoktrin war und auch wenn natürlich nicht alle Antisemiten waren, so wurden von der NS-Propaganda doch Ressentiments geschürt, die es vielen ermöglichte, nicht nur die Pogrome im November 1938, sondern die Judenpolitik insgesamt mit allen ihren mörderischen Konsequenzen stillschweigend, jedenfalls ohne Protest, zu akzeptieren. Davon ausgehend lohnt es sich wohl nachzudenken, was ist Antisemitismus, wie definiert er sich und in welchen Erscheinungen, in welchen Phänomenen wird er sichtbar. Antisemitismus, Judenfeindschaft im weitesten Sinn, konfrontiert Betroffene wie Betrachter mit Definitions- und Wahrnehmungsproblemen. Zu unterscheiden sind vier Grundphänomene. Zum ersten der christliche Antijudaismus, also die religiös motivierte, aber auch kulturell, sozial und ökonomisch determinierte Form des Ressentiments gegen Juden vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Die zweite Form von Judenfeindschaft ist der scheinbar wissenschaftlich argumentierende Rassenantisemitismus, der im 19. Jahrhundert entstand und in den Holocaust mündete. Die dritte Version des Vorbehalts, eine Judenfeindschaft nach dem Holocaust, ist aktuell. Neben traditioneller Judenfeindschaft bildete sich zuerst im westlichen Nachkriegsdeutschland, also in der alten Bundesrepublik, eine neue Form des Ressentiments, der sogenannte sekundäre Antisemitismus. Er ist eine eigenständige Erscheinung mit wenig manifester Ausprägung, aber erheblicher Latenz, das heißt auf Deutsch, die Ressentiments sind allgegenwärtig, werden von vielen geteilt und ohne Reflexion artikuliert. Dieses, das dritte Phänomen der Judenfeindschaft, der sekundäre Antisemitismus, speist sich aus Gefühlen der Scham und Schuldabwehr. Nicht trotz, sondern wegen Auschwitz werden Ressentiments gegen Juden mobilisiert, die sich an Entschädigungsleistungen und Wiedergutmachungen kristallisieren. Wie lange man denn noch büßen müsse, ob die unschuldigen Enkel und Urenkel noch für den Holocaust zahlen müssten, lauten die Schlachtrufe und die Vermutung, die Juden würden sich auch am Völkermord, der an ihnen verübt wurde, bereichern, weil sie eben mit allem Geschäfte machen würden, gehört zur Abwehr wie zur Selbstbeschwichtigung. Der sekundäre Antisemitismus, ursprünglich ein westdeutsches Phänomen, da er sich an Restitutionsleistungen festmacht, wie sie vom anderen deutschen Nachfolgestaat, der DDR, nicht gezahlt wurden. Dafür war eine andere Erscheinungsform antijüdischer Ressentiments, der Antizionismus, als viertes Grundphänomen entscheidender Bestandteil von Politik,
Propaganda und folglich auch der Sozialisation der DDR-Bürger und mit einschlägigen Nachwirkungen. Was als Antisemitismus öffentlich wird, speist sich aus verschiedenen Wurzeln und enthält Elemente aller aufgezählten Phänomene der Judenfeindschaft, die alle über bestimmte negative Stereotype transportiert werden. Antisemitismus sei das Gerücht über den Juden, hat Theodor Adorno einmal formuliert, und daraus folgt die Notwendigkeit, dem Gerücht zu begegnen durch Aufklärung. Vertiefen und differenzieren wir die Definition von Judenfeindschaft, so lässt sich der Sachverhalt folgendermaßen formulieren. Antisemitismus umfasst alle Formen und Stufen der Ablehnung gegenüber Juden, wie sie manifest durch Diskriminierung und Gewalt, latent durch Ressentiments, als Haltung der Abneigung in Erscheinung treten. Antisemitismus tritt ohne räumliche und zeitliche Begrenzung als Vorurteil von der Antike bis zur Gegenwart auf. Er äußerte sich im Mittelalter und in der Neuzeit als religiöser Antijudaismus durch kulturelle, soziale und ökonomische Ausgrenzung der jüdischen Minderheit durch Massaker und Pogrome und erreichte mit neuer Begründung als Rassendoktrin im 19. Jahrhundert den Höhepunkt im Genozid an mindestens 6 Millionen Juden unter nationalsozialistischer Herrschaft. Der Begriff Antisemitismus ist wörtlich genommen eine Missbildung, weil er, um Judenfeindschaft mit wissenschaftlichem Anspruch zu verbrämen, die Sprachfamilie der Semiten als Rasse missverstand, dabei jedoch nur die Juden meinte. Dass es keine Rassen gibt, wissen wir inzwischen, aber dass Ressentiments ein zähes Leben haben, wissen wir leider auch. Der Begriff Antisemitismus entstand 1879 im Umkreis des Publizisten Wilhelm Marr. Den Hintergrund bildete die öffentlich diskutierte sogenannte Judenfrage. Dieser Diskurs über die Emanzipation der Juden wurde im 19. Jahrhundert in vielen Ländern geführt. Er war weitgehend von sozial und kulturell determinierter Ablehnung bestimmt. Der neue Begriff Antisemitismus wurde damals ohne Definition und ohne theoretische Herleitung als modische Neubildung eingeführt. Er ist aber rasch als Programm verstanden worden und positioniert war er immer in der Mitte der Gesellschaft. Antisemitismus dient heute als Oberbegriff für alle politisch, sozial, religiös, kulturell oder emotional begründete Formen von Judenfeindschaft. Antisemitismus sieht den Juden als feindliches Konstrukt, als Projektion negativer Eigenschaften und Verhaltensweisen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Antisemitismus definiert den Juden oder die Jüdin nur, um ihn auszugrenzen. Antisemitismus reagiert entgegen landläufiger Meinung und insbesondere gegenüber der Behauptung von Judenfeinden nicht auf Eigenschaften und Handlungen oder den angeblichen Charakter von Juden. Daher ist auch das Vorhandensein von Juden gar nicht seine Voraussetzung. Konstitutiv für den Antisemitismus als Vorurteil ist es, dass sich das Ressentiment immer gegen den Juden als solchen richtet. Das heißt auch, dass die Träger des Vorurteils die Definitionshoheit beanspruchen. Sie wissen ja besser über den Juden Bescheid
als die jüdische Gemeinde. Wer Jude ist, bestimme ich. Das war ja dieses angeblich lächerliche Diktum, was allen möglichen Leuten, zuletzt dem Reichsmarschall Göring, immer zugeschrieben wird. Das ist nicht lächerlich, sondern das ist genau der Kern, den anderen zu negativ zu determinieren, um ihn ausgrenzen zu können. Eine abschließende Bemerkung zu diesen Überlegungen zum Antisemitismus. Alle paar Jahre wird ein neuer Antisemitismus erfunden. Es gibt keinen neuen Antisemitismus. Es ist immer der alte, der sich auch immer mit denselben Stereotypen aus derselben Wurzel Mehrheit definiert Minderheit, um sie auszugrenzen, zu diskriminieren, verfolgen zu können, speist. Drittens und letztens, was haben wir aus der Geschichte gelernt? Der Vorwurf, Antisemit zu sein, ist in Deutschland und Österreich äußerst karriereschädigend. Das ist sicherlich ein Erfolg. Die offizielle politische Kultur ist philosemitisch. Entsprechende Beteuerungen von Politikern an allfälligen Gedenktagen und nach einschlägigen Ereignissen bestätigen das immer wieder. Das ist gut, richtig und notwendig. Ob es genügt, ist eine andere Frage. Alltägliche Ressentiments gegen die Juden berührt nämlich die offizielle Zuwendung nicht. Im Freundeskreis, am Stammtisch, am Arbeitsplatz, unter Kollegen, gelegentlich auch öffentlich, erfolgt die Verständigung über Chiffren und Codes. Man weiß, dass es ungehörig ist, Juden zu stigmatisieren und macht es deshalb clandestin oder auf Umwegen. Man verständigt sich darüber und sagt nicht, die Juden unterdrücken alles, was sie nur kriegen können, zum Beispiel Amerika, und haben dort alles im Griff. Man sagt nur Ostküste. Und damit weiß der so Angesprochene, wenn er die Gesinnung teilt, genau. Und er nickt dann nur und man hat sich darüber verständigt, dass die Juden viel zu viel Macht auf der Welt haben und nach immer mehr Macht streben. Das hat schon Adolf Hitler geglaubt, und vor Adolf Hitler gab es eine ganze Menge von Vordenkern, die das auch so meinten. Nur sie sagten es deutlich, sie schrieben es, sie verfassten dazu Traktate und Pamphlete. Heute ist man in gesitteter Umgebung vorsichtig und sagt dann eben nur Ostküste. Oder man sucht einen Ausweg und greift Israel pauschal und undifferenziert als einen jüdischen Schurkenstaat an. Nebenbemerkung, Israel-Kritik ist natürlich nicht tabu, wie von denjenigen, die Antizionismus als Camouflage für ihren Antisemitismus benutzen. Aber Kritik an der israelischen Regierung, die genauso geäußert wird wie Kritik an der österreichischen oder der amerikanischen, ist natürlich überhaupt nichts, was diskriminierend wäre. Aber es ist im Zweifelsfall dann immer ganz verräterisch. Niemand kam je auf die Idee zu sagen, die amerikanische Politik mit dem Irakkrieg ist vollkommen dumm, verbrecherisch, unglückselig, abzulehnen. Die Amerikaner verdienen gar keinen Staat. Man sollte sie doch ins Meer treiben. In Israel ist das, gegenüber Israel ist dann, wenn man eine Maßnahme kritisiert, dann nur allzu schnell die Quintessenz, dass man dem Staat die Berechtigung abspricht.
Wir haben an dieser Stelle gelernt, wir trauern über das, was geschehen ist. Wir gedenken, mahnen, erinnern an schreckliche Ereignisse unserer Geschichte. Aber gilt das für alle Minderheiten? Dieses Gedenken, dieses Erinnern, dieses Mahnen? Tatsache ist doch, andere Minderheiten als diejenige, der wir so schreckliche Schuld gegenüber zurecht empfinden, andere Minderheiten können ohne Hemmungen diskriminiert werden, vor allem Muslime, die von sogenannten Islamkritikern unter Generalverdacht gestellt, wegen ihrer Religion und Kultur denunziert werden. Ein Vergleich zwischen der historischen Judenfeindschaft und der aktuellen Muslimfeindschaft liegt nahe. Einst war es Talmudschelte, mit denen man die Juden diskriminierte. Es gibt eine unendliche Literatur, die zu beweisen versucht, dass im Talmud schreckliche Dinge stehen, dass man deshalb sich der Juden erwehren müsse, weil die Religion der Juden ihnen angeblich gebiete, gegenüber Nicht-Juden Schreckliches zu tun. Die Argumente des 18. und 19. Jahrhunderts gegen Juden werden heute gegen Muslime vorgebracht, und sie sind identisch. Das angeblich religiöse Gebot, Ungläubigen zu schaden, bis hin zum Mord, wird von selbsternannten Experten gerne behauptet, wenn dann, also das ist eine standardisierte Formel, es steht einer auf und sagt mit Schaum vor dem Mund: Wussten Sie nicht, dass im Koran in 60 Suren zum Mord an Ungläubigen aufgerufen wird? Man, ich empfehle denen dann immer, sich darüber mit dem Imam auszutauschen und ein bisschen etwas über den Inhalt religiöser Schriften zu lesen. Es gibt andere Parallelen. Heinrich von Treitschke, Historikerkollege aus Berlin, im Jahre 1800, wir verdanken ihm ja auch das böse Wort, die Juden sind unser Unglück, er warnte dringend vor der Einwanderung von Ostjuden, weil er genau wusste, da kommen deutsch sprechende Orientalen, hosenverkaufende Jünglinge aus Polen, aus Russland als Juden. Heute verkaufen sie Hosen, morgen sitzen sie an der Börse, übermorgen gehört ihnen alles. Also eine Fremdenfeindschaft gegenüber einer nicht allzu riesigen Zahl. Es waren ein paar tausend Ostjuden, die aus Polen nach Deutschland kamen, aber nicht um Deutschland jüdisch zu machen, sondern um nach Bremerhaven zu kommen und eine bessere Zukunft in den Vereinigten Staaten von Amerika zu haben. Doch einige sind auch in Deutschland geblieben. Aber dass Deutschland das darüber jüdisch geworden wäre, das konnte man nicht bemerken. Ein paar abschließende Bemerkungen zu mich als den Historiker, der sich mit Vorurteilen und der Ausgrenzung von Minderheiten seit Jahrzehnten beschäftigt, sehr beunruhigenden Erscheinungen. In Deutschland gibt es seit 2 Jahren eine Sekte, die mit der Abkürzung Pegida sich umschreibt. Es handelt sich um den sehr regional begrenzten, nämlich Dresden und Umgebung, um den öffentlichen Aufstand unzufriedener
zu kurz gekommener, unverständlicher, der Ausdruck Wutbürger hat sich für sie eingebürgert. Das waren Leute, die sich jeden Montag, das sind Leute, die sich jeden Montag in beträchtlicher Größenordnung in Dresden versammeln, die Aufruhr demonstrieren, ohne ein politisches Programm zu haben. Politologische Erkenntnis ist ja, man kann für den größten Blödsinn Anhänger finden, wenn es eine charismatische Führergestalt gibt. Wir haben da ein böses historisches Beispiel. Adolf Hitler hat als Populist angefangen, als Populist mit einer winzig kleinen Sekte von Unbelehrbaren, womit er groß wurde. Sein Charisma, sein rhetorisches Talent, dass er immer mehr Leuten einreden konnte, wo das heiligt, was man tun muss. Bei Pegida kann man diese charismatische Persönlichkeit nicht erkennen. Es ist ein Krimineller. Wegen Einbruch und Drogenhandel und anderer Dinge rechtskräftig verurteilt, Gefängnis abgesessen, landflüchtig gewesen. Und dem hören Tausende zu, auf dessen Parolen reagieren sie. Das erschien klugen Beobachtern, ich spreche von mir, ein Strohfeuer, das ja mangels Programm, mangels Inhalt bald, ich habe das auch öffentlich gesagt, erlöschen wird. Ich sagte allerdings, das, was da losgetreten ist, erlischt nicht. Nur in diesem skurrilen Zusammenhang, das jeden Montagabend in Dresden demonstrieren, das kann sich nicht halten. Mit dem Strom der Migranten hatten sie ein Thema. Vorher war es eher dumpfer Aufruhr gegen alles, was Obrigkeit, Establishment ist, war es auch Unverständnis für die Formen und Strukturen von Demokratie. Sie gingen nicht wählen, wollten aber der Kanzlerin am liebsten persönlich immer beim Regieren helfen, haben nach mehr plebiszitären Formen gerufen. Mit dem Flüchtlingszustrom haben sie ein Programm, eigenartig nur, dass es, die haben ja Ableger in allen deutschen Städten, es funktioniert aber nur in Dresden. Wenn sie in München dann 80 Pegida-Leute marschieren, sind 1000 Gegendemonstranten da und schreien Nazis raus. In Dresden ist das umgekehrt. Und es ist gespenstisch. Ich sah meine Aufgabenpflicht als Historiker, das in einem Lokaltermin vor Ort zu studieren. Ich bin also zur Pegida-Veranstaltung nach Dresden gereist und fand mich inmitten von 3.000 oder 4.000 Leuten. Es war ein sehr unangenehmes Gefühl. So stelle ich mir auch Pogromgeschehen vor. Auf irgendwelche Parolen hin brüllen dann 3.000 Leute Lügenpresse oder Merkel muss weg. Also ohne, dass irgendwelche Argumente vorgetragen werden, auf Parole wird reagiert und funktioniert. Und so stelle ich mir vor, dass das auch funktioniert hat, wenn dann der SA-Bonze Juden raus schrie
und die Menschenmenge begeistert Beifall gespendet hat. Es gibt nicht nur Pegida, es gibt inzwischen auch die sogenannte Alternative für Deutschland, 2013 gegründet von einem Wirtschaftsprofessor, der den Euro abschaffen wollte, der gegen Europa die Idee des Nationalstaats mit all seinen überwunden geglaubten Nachteilen als Vorteil pries. Der Professor wurde entsorgt und nach der Radikalisierung dieser Partei haben wir also inzwischen eine ausländerfeindliche, muslimhassende Gruppierung in Deutschland, die in beängstigenden Zahlen in die Parlamente einrückt. Antisemitisch ist sie übrigens auch. Das wird, wenn sich einer natürlich muslimfeindlich und Muslime beleidigt, so arg es nur geht, gibt es Beifall. Wenn sich einer wie in Stuttgart und in ein paar anderen Gruppierungen als Antisemit outet, dann ist sofort Schadenbegrenzung angesagt und dann wird er aus der Fraktion, ich glaube, wir haben inzwischen schon drei aus der Fraktion hinausgeschmissene Antisemiten und sonstige Rechtsextreme in dieser Partei, denn das würde doch die Reputation, die ja die Partei verankert sich ja vor allem so im guten Bürgertum, würde doch die Reputation sehr beschädigen. Also alles ja, aber antisemitische Reden, das darf nicht sein. Nach der Pogromstimmung freundlicher Bürger, die bei Pegida-Veranstaltungen zu erleben sind, haben wir jetzt eine Art Etage höher, salonfähiger, die Reden und den Erfolg dieser Alternative für Deutschland, die jetzt den Affront gegen eine Minderheit vermeidet, aber alle anderen Minderheiten desto roher angreift. Aus der Geschichte lernen würde ich sagen, und das ist das Fazit, ist dann, dass wir nicht nur das schlimmste historische Ereignis unserer Geschichte betrauern, uns vor Augen halten, sondern dass wir auch in der Gegenwart die Lehre ziehen, dass keine Minderheit, egal welche, diskriminiert werden darf. Da gibt es, glaube ich, noch einigen Nachholbedarf. Immerhin mit dem Antisemitismus haben, mit der Ablehnung, mit der öffentlichen Ächtung des Antisemitismus haben wir einen Weg beschritten, aber er ist noch lange und wir sind noch lange nicht am Ende. Vielen Dank, dass Sie mir so freundlich zugehört haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Wolfgang Benz sehr herzlich danken für seinen Vortrag, der einen großen Bogen geschlagen hat, ausgehend von der Rekonstruktion der Zusammenhänge 1938 über die historischen Wurzeln der Judenfeindschaft und des Antisemitismus bis hin zur Gegenwart. Und da war ja viel Grund oder ist viel Grund zur Besorgnis und zur Unruhe. Wir haben noch ausreichend Zeit zur Diskussion und für Fragen. Ich darf also fragen, ob es Wortmeldungen gibt
Fragen an Wolfgang Benz, hinten in der letzten Reihe, bitteschön. Ich glaube, es gibt irgendwo Mikrofone, die dann immer getragen werden. Bitte warten Sie, bis das Mikrofon da ist, dann verstehen wir Sie auch alle im Saal. Dankeschön. Schönen guten Abend. Meine Frage wäre dazu gewesen, zuerst bei dem Referat, was gehabt haben, was gesagt haben an der Ostküste. Also mein Name ist Musa Bektas, ich bin Mitglied der Alevitischen Kulturgemeinde in Linz und auch Gründungsmitglied davon. Wie kommt man auf das, dass man sagt Ostküste und dass sie die anderen dort auskennen, weil sie das gesagt haben, weil Ostküste wird ja öfters anderswo auch verwendet. Das wäre meine Frage dazu gewesen. Wollt ihr gleich antworten? Ja. Man kann jeden Begriff mit einem bestimmten zweiten Bedeutung aufladen, und das ist also in diesem Falle geschehen, wenn man in einer bestimmten Situation bestimmten Leuten gegenüber das Wort Ostküste gebraucht, heißt das im vollen Klartext: verehrter Herr, lieber Freund, guter Mann, sind Sie nicht auch wie ich der Meinung, dass die Juden viel zu viel Macht haben, dass sie die Börsen in Amerika beherrschen, dass das Judentum, das vor allem an der Ostküste der Vereinigten Staaten sich festgesetzt hat, dass die gefährlich sind, dass die eigentliche amerikanische Politik steuern, dass, und weil wir ja auch einig sind, dass Amerika uns manchen Schaden zufügt. Also ein ganzer Wust von Judenfeindlichkeit, unter Umständen mit Anti-Amerikanismus gemischt, mit alten Vorurteilen und Stereotypen aufgeladen, lässt sich, ohne dass man diesen ganzen Wortwust jetzt braucht, der sich auch verrät, indem man nur einfach sagt, Ostküste, der andere, wenn er es verstanden hat, stimmt zu, ja, auch ich bin der Meinung, dass die Juden gefährlich sind und dass man, aber er muss es nicht sagen, er muss nur auf diese Chiffre reagieren, und wenn er dann mit dem Kopf nickt, dann haben sich zwei gefunden und verstanden. Weitere Fragen? Bitte schön, in der ersten Reihe. Herr Professor, jetzt hole ich mir eine verbale Ohrfeige ab, weil ich Sie um eine Literaturkritik bitte. Ich habe zwei Lieblingsautoren. Der eine schreibt in der Welt, das ist der Henrik M. Broder, den ich sehr gerne lese, da bitte ich Sie um einen Kommentar. Und die zweite Zeitung, die ich sehr gerne lese, ist das Hamburger Politik- und Kulturmagazin Konkret. Der Alex Feuerherd, Judentum, Kritik an Israel, vor allem Kritik an Israel, arbeiten die beiden Autoren sehr gut auf. Ja, was soll ich sagen? Ich bin dieser Meinung nicht. Ich möchte das aber auch, da ich ziemlich viel Ärger mit einem der von Ihnen genannten Herren hatte, der sehr weit unter der Gürtellinie gegen mich gekämpft hat. Deshalb möchte ich mich eigentlich dazu weiter nicht äußern, nur also die Meinung über diesen, wie heißt er noch? Ich habe den Namen vergessen. Henrik Broder, ah ja, danke. Die Meinung über diesen Herrn möchte ich nicht äußern, und auch mit Konkret und der dort gepflegten Haltung kann ich nicht sehr viel anfangen. Weitere Fragen, Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Schubski. Ich dachte an der Ostküste. Ach so, ja. Mit dem Mikrofon, bitte. Ich dachte an der Ostküste.
Ist es eingeschaltet? Ist es eingeschaltet? Einfach, so genau. Ja, ja, gut. Ich dachte an der Ostküste, sind das die WIPs, die White Irish Protestants, nicht die Juden, die das Sagen haben. Habe ich mal irgendwo gelesen. Das versteht man unter Ostküste. Die Juden sind doch so und so harmlos. Außerdem, ich gebe ja nichts auf das Geschwätz von den anderen Leuten. Also das würde ich mir auch nicht anmaßen, ja, was der Herr Broder sagt oder sonst in irgendwelchen Welt oder konkreten sonstigen Sphären herumschweben. Das ist alles für mich dummes Geschwätz, würde ich sagen. Aber das mit den WIPs, das habe ich bestimmt irgendwo gelesen. Die Kennedys und so weiter, die waren auch in diese Reihe eingeordnet. Ich bin jetzt allmählich schon ganz unglücklich und verzweifelt. Warum muss ich dieses unglückliche Beispiel Ostküste bringen? Es ist ja so banal und so wenig aussagekräftig. Ich bemühe mich das nächste Mal um andere Beispiele. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Die Ostküste kann ja von anderen Kreisen als eine Chiffre in anderem Zusammenhang benutzt werden. Frau Herrmann? Ich war ein wenig irritiert, wie Sie sagten, sozusagen die Gegenüberstellung 1:1 Antisemitismus und Islamophobie, weil ich sehe das nicht so ganz, ehrlich gesagt. Können Sie mir nicht folgen, weswegen ich erkläre Sie, warum ich das meine. Antisemitismus, die Juden haben, und nicht mich jetzt falsch verstehen, dass die Muslime alle schlecht sind, aber Juden haben ja damals gar nichts gemacht. Ich meine, es war eine Bevölkerungsschicht, die vielleicht gesellschaftlich oder wirtschaftlich ein bisschen Neid in dem Ganzen da. Muslime, wenn man jetzt zum Beispiel in Österreich sieht, die Bosnier, die eingewandert sind, oder auch Türken vor vielen Jahren, Muslime, es hat diese Islamophobie damals, glaube ich, nicht gegeben. Die ist ja erst mehr gekommen, wie diese ganzen radikalen Gruppen entstanden sind. Das ist meine Meinung. Es geht mir darum, deutlich zu machen, dass man nicht eine ganze Gruppe von Menschen unter einen Generalverdacht stellen darf. Nur darum geht es mir. Und ich bin natürlich schon öfter und auch schon heftig angegriffen worden. Der Benz vergleicht Juden und Muslime. Ja, das ist mir noch nie im Leben eingefallen, das zu tun, schon weil ich dazu keine Kompetenz habe und nichts davon verstehe. Ich bin also weder Orientalist noch Judaist. Ich kann nur darauf aufmerksam machen, wohin es führt, wenn sich die Mehrheit über Minderheiten verständigt und sagt, alle ihren haben rote Haare, ich kenne einen. Also aus Verallgemeinerung dann Gruppenidentitäten bildet, um auszugrenzen. Das Argument, da habe ich natürlich schon sehr oft gehört, dass Juden ja ganz harmlos sind und nie etwas Böses getan haben und nur ganz unschuldig verfolgt sind. Und das ist auch, dass nicht alle Muslime ganz schrecklich harmlose Leute sind, das weiß ich, das ist mir auch vollkommen klar. Trotzdem, das ist ja genau der Versuch der Islamophoben, jetzt den harmlosen Mustafa, der keiner Seele etwas antut, gleichzusetzen mit irgendwelchen grässlichen Dschihadisten, die der Mustafa genauso wenig mag wie ich oder sie oder wie wir alle. Und es kommt ja nicht darauf an, das habe ich anzudeuten versucht, das ist aber das Schwierigste, glaube ich, die schwierigste Erkenntnis aus Vorurteilsforschung. Es kommt überhaupt nicht darauf an, was eine Gruppe, was real existierende Menschen oder ein Kollektiv real existierender Menschen, die eine bestimmte Religion oder eine bestimmte kulturelle Zusammengehörigkeit pflegen, was die jetzt wirklich tun, sondern es sind immer die Zuschreibungen. Den Juden
hat man jahrhundertelang die schrecklichsten Dinge zugeschrieben. Denken Sie nur an diese abscheulichen Ritualmordlegenden. Es hat nie einen Ritualmord gegeben. Aber alle bis zum heutigen Tag glauben bis zum heutigen Tag inbrünstig an jüdische Ritualmorde und deshalb wurden und werden Juden verfolgt. Das darauf will ich aufmerksam machen, dass die Zuschreibung von Seiten der Mehrheit gegenüber ganz beliebigen Minderheiten so gefährlich sind. Und ich bin natürlich auch manchmal geneigt zu sagen, ob es nicht Heuchelei ist, wenn jemand jede historische Gerechtigkeit für Juden, ich denke jetzt an einen Autor, den Sie vorher genannt haben, dessen Name mir entfallen ist, da ist er ganz furchtbar empfindlich. Aber bei der anderen Gruppe, da schlägt er ohne Erbarmen und auch wenn Sie den Kopf noch so bedenklich wiegen, da schlägt er zu, das sind für ihn alle insgesamt nur Bösewichte. Und auf die Gefährlichkeit solcher Argumentation macht dann der Vorurteilsforscher in der Hoffnung, dass er nicht nur ganz vergeblich forscht, aufmerksam. Bitte schön. Ein Moment bitte. Ah, das Mikro haben Sie schon. Okay. Sind in einer größeren Gemeinschaft wie der EU heute solche sozusagen Programmisierungen vielleicht nicht mehr so möglich wie in einem kleineren Volk wie Deutschland und Österreich? Ist es sozusagen die EU heute mehr schutzbietend vor solchen wiederkehrenden Pogromen? Ich fürchte nein, denn wir leben ja in den alten Zusammenhängen. Die Ungarn lassen sich ja bei bestimmten Abneigungen, die politisch artikuliert werden, von der EU überhaupt nicht beeinflussen. Und das wäre ein im Angesicht der derzeitigen EU-Krise erscheint mir der Weg noch sehr viel länger, bis ein europäisches Bewusstsein, das auch aufgeklärter ist als das jeweils nationale, bis das erreicht ist. Ja, ich darf jetzt vielleicht ein bisschen persönlich werden. Je länger ich Ihnen zuhöre, umso deutlicher höre ich meinen verstorbenen Vater reden. Er hat uns immer gesagt, er ist 1905 geboren, hat Mauthausen überlebt, ist vor 20 Jahren gestorben. Und er hat uns von Kind auf gesagt, die Juden werden verfolgt, seit es sie gibt. Es wird nicht aufhören, weil sie werden immer, der Jud ist immer schuld, weil es einfach ist. Daran hat man sich gewöhnt, dass wir Juden schuld sind an allen. Und sie werden nicht aufhören, es zu tun, aber sie werden eine Zeit lang aufhören, es laut zu sagen. Weil jetzt sind sie ein bisschen verschreckt in Europa, jetzt sind wir doch so irgendwie, also Europa hat sich schuldig gemacht als Judenmörder und darum werden sie ruhiger werden. Aber sie werden sie an anderen finden. Sie werden irgendeinen Ersatz vorschirmen. Ich werde es nicht mehr erleben, aber ihr Kinder werdet es erleben. Und ich denke so oft an ihn. Ist es nicht so, dass man heute nicht mehr sagt, der Jud, die Juden sind schuld, so wie früher automatisch, aber man schiebt einen Ersatz vor. Der Antisemitismus hört deswegen nicht auf, man spürt ihn immer wieder.
Und ich finde es dann immer so lustig, wenn die Leute zu mir sagen, ah ja, und weil halt die Juden und die sind schuld und die mag ich ja eh. Also du, auch wenn du jetzt mit den Arabern so tust und mit den Muslimen, aber wegen dem bist eh kein zwiderner Mensch, aber die Juden halt, wenn ich sage, hä? Ich bin aber, dann, das gibt's nicht. Also man sieht's ganz genau, sie haben ein Vorurteil, wenn's dann personifiziert wird, dann sind's perplex, weil das darf's nicht geben. Aber jetzt wird vorgeschoben, die Muslime. Und warum jetzt? Die Muslime, wir vergleichen nicht die Muslime mit den Juden. Ich glaube ganz einfach, erinnert euch an Jörgl Haider, am Unseligen und Deutschland andere, die Ausländer. Und dann sind einige Dinge passiert und jetzt kann man sagen, ah, die Muslime. Und jetzt kann man es wieder auf eine Religion fokussieren. So erscheint es mir, das muss nicht stimmen. Aber ja, ich glaube, auch mit der Hetze gegen die Muslime wird der Antisemitismus nie aufhören. Ich habe es ein Leben lang nicht anders gekannt und bin nach dem Krieg geboren. War keine Frage, war eine Feststellung. Jetzt haben wir dort erst eine Wortmeldung. Der Herr im Geringelten. Wie tut man denn da? Gibt es erst zwei und dann. Also, ich möchte mich dieser Dame anschließen, aber ich glaube eines, wir reden heute immer von Anti, Anti, Anti. Ich glaube aber sogar, dass der Philosemitismus vielleicht sogar ein bisschen blöder ist. Denn wenn ich so in Österreich denke, da gibt es so Gruppierungen, die reden immer von der Ostküste, fahren jetzt nächtlich nach Israel und wollen den jüdischen Gemeinden einreden, dass sie im Prinzip die einzigen sind, die die jüdischen Gemeinden vor dem neuen Antisemitismus retten wollen. Aber der neue Antisemitismus ist nicht neu, der alte ist genauso alt, nur sie umschreiben ihn. Sie sagen immer, wir sind Antisemiten, wir sind Philosophemiten. Aber so nach dem Wort, wie der Lueger schon gesagt hat, wer ein Jude ist, ist bestimmt immer ich. Ja, dann sammeln wir erst einmal. Auf der Seite habe ich noch zwei Wortmeldungen gesehen. Meine Frage ist, tun wir uns nicht deshalb so hart mit diesem Definieren, was ist Antisemitismus, und dann passiert in Israel irgendwas, wo ich auch nicht zustimmen kann, und dass einfach dieser Mix zwischen Politik und dem Judentum nicht klar, also es ist ein Mix, es ist nicht klar, und da können wir dann einfach alles in einen Topf werfen. Ich glaube, das ist diese Schwierigkeit, dass wir uns nicht bewusst sind, dass das zweierlei Dinge sind. Jetzt habe ich ursprünglich da in der Ecke noch eine weitere Wortmeldung, oder war das eine? Bitteschön. Ich wollte sozusagen historisch die Frage stellen, das trifft ja letztlich sozusagen die abscheulichste menschliche Seite in uns allen, letztlich die Haltungen der Menschen damals während der Pogrom, das Verhalten der Menschen während des Pogroms letztendlich. Das heißt, das ist sozusagen, für mich würde interessieren, Sigmund Freud wurde ja, ist sozusagen nach England gegangen auch, hat es eigentlich nie geschichtlich betrachtet Stellungnahmen gegeben von psychoanalytischer Seite her, warum eigentlich diese menschliche Seite so zu dieser abscheulichen Art zur Ausprägung gekommen ist? Gab es eigentlich historisch gesehen nie psychoanalytische Bewegungen, die sich damit auseinandergesetzt haben, warum plötzlich eine Masse an Menschen sozusagen sich enorm dagegen, gegen eine Minderheit sozusagen verschworen hat? Ich glaube, es war, glaube ich, noch eine Wortmeldung haben wir hier noch, habe ich noch gesehen. In der ersten Reihe. Eher eine Anekdote, aber trotzdem mit einer Frage verbunden. Am 10. feiern wir 60 Jahre österreichisch-israelische Beziehung in Wien. Und da treffe ich meinen lieben Freund Rudi Gelbert, KZ-Überlebender. Und der Rudi Gelbert, erzähle ich ihm vorgestern, wohin ich heute Abend gehe. Hierher, Professor Benz. Der Rudi fängt so schwärmen an und sagt, Peter, hast du das Buch, du kriegst alle meine
Benz Bücher, er ist schon ein älterer Herr als KZ-Überlebender. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, Rudi und Henrik M. Broder. Peter, hast das Broder-Buch gelesen und zitiert draus. Also Broder und Benz, die passen zusammen, wirklich. Also mir scheint, das ist ja bei Ihnen eine Obsession jetzt geworden mit dem Broder. Ihre Frage habe ich jetzt nicht gehört. Es war eine Anekdote, keine Frage. Ja, aber Sie wollten ja doch da eine Frage dran. Die Frage ist, was sage ich dem Professor Rudolf Weber als Sekte des Wien? Schöne Grüße. Die Gedanken sind frei. Jeder darf lesen, was er will. Jeder darf gut finden, was er mag, oder verdammen, was ihm nicht gefällt. Was soll ich sonst darauf sagen, dass wir uns gar so ähnlich sind, dieser Herr, den Sie da immer erwähnen, und ich, ist mir noch nicht aufgefallen, aber gut. Die Psychoanalytiker, ja, die waren doch erstaunlich zurückhaltend in der, auch der alte Freud, der ja nun unter Antisemitismus wahrlich genügend gelitten hat, aber in seinen Schriften hat sich das nicht niedergeschlagen. Also ich wäre glücklich gewesen, wenn es von Sigmund Freud eine mit seiner Geisteskraft und Schärfe eine Analyse der Judenfeindschaft geben würde. Stattdessen, Theodor W. Adorno ist kein Psychoanalytiker, auch wenn er eine gewisse Nähe oder jedenfalls nicht die häufig geübte Distanz zu dieser Disziplin pflegt. Aber Psychoanalytiker haben wie andere Berufszweige vielleicht sogar noch mehr und noch länger gezögert, sich auch mit ihrem Verhalten während des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Ich bin vor vielen Jahren einmal zu einem Festvortrag gebeten worden. Die Psychoanalytische Gesellschaft in Berlin wollte also da von einem Historiker was hören über den Umgang mit schwieriger Vergangenheit und wie man sich dazu stellt. Es gab, noch bevor ich geredet habe, schrecklichen Krach in der psychoanalytischen Vereinigung, weil einige Psychoanalytiker gesagt haben, wozu, was soll denn das Ganze und was haben wir denn damit zu tun? Das geht uns doch gar nichts an, jetzt über Geschichte, über Holocaust, über Antisemitismus da zu reflektieren. Das hat doch mit unserem 50- oder 60-jährigen Jubiläum gar nichts zu tun. Also auch dieser Berufsstand, prädestinierter als jeder andere, hat auch gewisse Schwierigkeiten mit sich da zu positionieren und ein historisches Urteil zu gewinnen und Lehren daraus zu ziehen. Mhm. Gibt es noch da, bitte. Jetzt gehen wir erst auf die Seite, okay. Sie beschäftigen sich sicher auch sehr viel mit der Politik Israels. Wie stehen Sie zur aktuellen Politik in Israel? Ja, vielleicht gleich
Ich beschäftige mich nicht sehr viel mit der Politik Israels, nicht mehr als das ein normaler Zeitunglesender, Rundfunkhörender, schauender Bürger tut. Das gehört nicht zu meiner Profession, jetzt nun besonders die israelische Politik betrachten, nur weil ich mit Antisemitismus und Vorurteilsforschung beschäftigt bin. Ja, mir gefällt nicht alles an der israelischen Politik, genauso wie mir nicht alles an der ungarischen oder der amerikanischen Politik gefällt, aber das zu pauschalisieren, würde ich jetzt unter allen Umständen ablehnen. Mhm. Jetzt haben wir da eine Wortmeldung auf der von mir aus gesehen linken Seite, bitte schön. Ich hätte noch eine Bitte, können Sie mir kurz erklären, also mir Butter Ember, wer dieser Herr Broder denn sein soll, wenn man so Namen in die Diskussion einwirft, ich lese leider nicht die Welt oder was immer. Sie meinen auch nicht den Standard, nur das hiesige Provinzblatt, da kommt er, glaube ich, nicht vor. Danke. Ach, Sie stehen ihm, glaube ich, näher. Bitte. Bitte schön. Ich wollte nur noch zwei Anmerkungen machen. Einmal zum Philosethismus. Ein Philosemit ist ein Antisemit, der die Juden liebt, heißt es irgendwo. Und zudem ist meiner Meinung, schaue ich mir die Juden an, habe ich wenig Freude dran, doch fallen mir die anderen ein, bin ich froh, ein Jude zu sein, hat der Heinrich Heine gesagt. Das war ein getaufter Jude. Ein Kollege von Ihnen, als er seine Professur in München antreten wollte. Ich hätte keine politische Frage, sondern eher eine theoretische zu Ihrem Thema Vorurteilsforschung. Wieso sind eigentlich... Also die Leute, wo die Vorurteile am besten oder am meisten ankommen, solche, die mit diesen Gruppen, gegen die diese Vorurteile also gefördert werden, wenig zu tun haben. Also die mit den Muslimen, mit den Flüchtlingen, mit all diesen Personen wenig zu tun haben, die sind am meisten gegen Flüchtlinge, am meisten gegen Ausländer. Also ich bin auch kurz nach dem Kriegsende geboren und meine Eltern haben zum Beispiel argumentiert mit, der Hitler hätte Arbeit gebracht, es hätte niemand was zu essen gehabt und es wäre der Grund gewesen, warum man damals so blind war und dem Hitler nachgelaufen ist und nicht gewusst hätte, was da passiert. Also die haben zumindest diese wirtschaftliche Notlage als Begründung genommen, warum sie dafür waren zum Beispiel. Aber heute frage ich mich, warum sind die Leute gegen alle diese Minderheiten, obwohl sie die Leute meistens gar nicht kennen, obwohl es ihnen selber sogar sehr gut geht in der heutigen Zeit. Wie lange haben wir noch Zeit? In 2-3 Stunden kann ich das eigentlich ganz einigermaßen skizzieren, dieses Problem. Das ist natürlich der Kern aller Vorurteilsforschung und die Erkenntnis in Thesenform lautet, es hat mit der jeweiligen Minderheit erstmal gar nichts zu tun, dass man die Juden über ihre Religion, die Muslime über ihre Religion, die Roma, weil sie rassisch so verderbt und kriminell sind, nicht mag. Das hat nichts mit dem Charakter der Juden, nichts mit der angeblichen kriminellen Rasse der Roma zu tun, aber sehr viel mit dem Bedürfnis der Mehrheit, sich zu positionieren, mit dem Bedürfnis der Mehrheit, Identität zu gewinnen. Wir als Mitglieder der Mehrheit bestätigen uns damit, wenn wir sagen, ja, aber die Juden, die sind ja ganz anders, die machen ja dieses oder das ist ja sehr, sehr seltsam, sehr ungewöhnlich. Damit verständigen, das ist zunächst noch gar nicht unbedingt ein Verdikt, sondern es ist die Selbstbestätigung, dass wir ja besser sind, dass wir ja das Richtige machen. Stellen Sie sich die schwäbische Hausfrau in Stuttgart vor, deren Dogma die Kehrwoche ist, dass das Treppenhaus, das Stiegenhaus furchtbar reinlich ist. Sie verständigt sich mit Gleichgesinnten darüber, dass es da welche gibt, die nicht täglich die Stiegen putzen.
Damit gewinnt sie Selbstbewusstsein, damit verständigt sie sich mit Gleichen. In Stuttgart finden die da auch mühelos Mehrheit. Und dann sind durch Ausgrenzung Selbstbestätigung, das verselbstständigt sich dann natürlich, denn die anderen, die Fremden, die jetzt über ihre Religion, ihre Kultur, weil sie sich angeblich nicht assimilieren können, das ist das Standardargument gegenüber den Roma, keiner vermietet denen eine Wohnung, weil ja jeder weiß, die Zigeuner, als erstes reißen sie das Parkett aus dem Wohnzimmer heraus, um ein Lagerfeuer zu machen, weil die das schon immer so tun. Es ist ganz klar, Roma, Sinti und Roma in Deutschland und Österreich, vielleicht im Burgenland, ist es etwas anders. Normalerweise, man erkennt die nicht. Man weiß nichts von ihnen, weil sie aus Vorsicht ihre Identität gar nicht preisgeben. Sie leben in der Mehrheitsgesellschaft, weil sie alle diese ausgrenzenden Stereotype kennen. Und wenn sie sagen, ich möchte eine Wohnung mieten, ich bin ein Rom und stamme aus Jugoslawien, kriegt er die Wohnung nicht. Wenn er dieses nicht preisgibt, sondern sich als der erfolgreiche Unternehmer, der er ist, darstellt, kriegt er selbstverständlich die Wohnung, aber er darf niemand sagen, auch seinen Geschäftskunden nicht, dass er zur Gemeinschaft der Roma gehört. Also, dass man muss, um auszugrenzen, keinen einzigen Juden kennen, um zutiefst zu überzeugt zu sein, dass die böse und schlecht sind. Man muss auch keinen Muslim kennen, man muss niemals in einer Moschee gewesen zu sein, um blühende Fantasien zu haben, was da alles für scheußliche Dinge getrieben werden. Es ist ein Mechanismus der Selbstverständigung und man will auf der Seite der Guten, die das Richtige tun, der Mehrheit sein und definiert entsprechend andere, die nicht auf dieser Seite sind. Und wenn sie dann bestimmte Merkmale, von denen man hört, eine andere Religion, eine andere kulturelle Gewohnheiten mitbringen, hat man etwas, woran man sich da dran aufhängen kann. Es gibt dann immer das Standardargument, wenn man das erklärt, dann steht einer auf und sagt, ja, aber mein Großvater ist einmal von einem Juden so schrecklich betrogen werden. Und dann sage ich dann wieder das Beispiel, alle Iren haben rote Haare, ich kenne einen. Also das muss man sich immer wieder aufs Neue verdeutlichen, weil immer einer kommt und sagt, ja, aber ich habe ja da mal von einem Zigeuner gehört, der ganz Böses getan hat, dass das nicht gilt, sondern dass die Mehrheit beschließt, Zigeuner sind Nomaden, deshalb können die sich nicht an uns gewöhnen. Dass die überhaupt keine Nomaden sind, sondern dass die nomadisieren mussten, weil man sie nicht in die Gemeinschaft aufgenommen hat. Das ist nicht ganz einfach, sich jeweils auch immer wieder aufs Neue vor Augen zu halten, dass es Mehrheitsmechanismen der Ausgrenzung sind und nicht Charaktereigenschaften der Ausgegrenzten. Man kann ja vielleicht noch ergänzen, die Tragik dieses Vorurteils ohne persönliche Bekanntschaft liegt ja darin, dass sie dann auch kaum korrigiert werden kann durch die Chance zu persönlichen Bekanntschaften. Das ist natürlich im Grunde dann ein permanent selbstlaufender Prozess. Gibt es noch Wortmeldungen, Fragen?
Das ist nicht der Fall. Dann darf ich an der Stelle zunächst einmal unserem Referenten Wolfgang Benz ganz herzlich danken, nicht nur für sein Referat, sondern auch für seine Bereitschaft, mit uns heute Abend zu diskutieren und Fragen und Statements zu beantworten. Wir haben uns sehr gefreut, Herr Benz, dass Sie zu uns nach Linz gekommen sind. Ich darf das im Namen aller Veranstalterinnen und Veranstalter sagen und sehen uns bereichert durch das, was Sie gesagt haben und aufgeklärt. Ich darf nun einladen, wenn ich das so sagen darf, zur Besichtigung der Ausstellung von Irena und Karl Schubski. Und Herr Schubski hat uns ja auch versprochen, dass er bereitsteht, uns weitere Erläuterungen zu geben oder uns durch die Ausstellung zu führen, die dort draußen aufgebaut ist. Ich lade Sie also herzlich ein, noch einen Moment da zu bleiben und draußen sich die Ausstellung anzuschauen. Sie bleibt aber ohnehin natürlich auch noch einige Zeit hier. Und insofern gibt es auch in den kommenden Wochen noch Gelegenheit, aber ich fürchte, nur heute Abend haben Sie Gelegenheit, mit dem Spezialisten über diese ganze Geschichte, mit Karl Schubski, darüber zu reden. Also nutzen Sie die Chance, die Sie jetzt haben. Und Herr Schubski teilt gerade mit, er möchte erst noch eine kleine Pfeife rauchen. Also es gibt auch die Gelegenheit für eine Pause. Wobei, ja, es ist die Frage, wo dürfen Sie hier noch eine Pfeife rauchen? Aber das ist eine Sache, die kann nur Herr Wildfellner beantworten. Im Freien, das dachte ich mir fast. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen, unabhängig davon, ob Sie jetzt noch bei uns bleiben oder nicht, einen schönen Nachhauseweg.